Willkommen zurück, liebe Freunde, bei Far Cry 3. So. Wir sind voll in der Höhle und müssen hier irgendwie rauskommen. Ne, wir wollten hier ein Relikt einsammeln noch, wo hier so rumliegt. Und zwar irgendwo da oben. Irgendwo da oben. Und da müssen wir jetzt erstmal hinkommen, aber ich habe schon eine vage Vermutung. Seht ihr das? Genau. Sollen wir jetzt da reinhüppen? Wow, er hat einen Köpfer gemacht. Junge, Junge, nicht schlecht. Der ist ja gar nicht mal so übel. So, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt von hier aus hochgehen. So, klettern. Yes, Baby. Wieso haben wir eigentlich den scheiß Bogen noch dabei? Das ist doch auch irgendwie was anderes. Naja, egal. So, und dann gehen wir hier noch hoch. Jetzt muss ich erstmal mein Mikro richtig hinstellen. So. Und jetzt, nee, muss ich echt darüber springen. Schaffe ich das? Yeah! Der ist ja mal wirklich der Hammer, der Typ. Darf ich vorstellen, John Rambo. Könnte auch der kleine Bruder von ihm sein. Was ich nicht alles für so ein Relikt tue, ne? Also wirklich, ey, nehmt euch mal ein Beispiel an mir. Naja. Jason, du bist einfach der Beste. Oh, das war aber jetzt knapp, ey. Verdammt knapp. So, ich glaube, wir sind da. Im Tempel. Oh mein Gott. Wer kommt hierher und macht die Fackeln an? Wie gruselig. Das muss ja irgendjemand... Kukalikalayau. Wow, voll die Kohle da drin. Und natürlich lohnt sich das hier richtig, die scheiß Relikte zu holen. Ihr seht schon, hier gibt es auch noch Asche. Und XP gibt es auch ohne Ende. Also da leveln wir ja wie die Sau, ey. Wir haben ja schon 16 Stück gefunden. Wow. Und wenn mich jetzt nicht der Schein drückt, umso mehr wir finden, müssten, glaube ich, auf der Karte wieder neue erscheinen, oder? Nee. Weil irgendwo müssen ja die 120 Stück herkommen. Die kommen nicht von ungefähr, oder? Und es ist Zufall, dass die halt irgendwie mal wieder auftauchen. Ach, keine Ahnung, die Karte ist ja nicht gerade klein. Ich denke mal, da werden noch viele, viele kommen. Und es wird dann auch schon so passen, was ich da mache. Erstmal müssen wir jetzt hier wieder weg. Und zwar reisen wir da weg. Und zwar, Moment, wo ist die nächste Gegend? Hier. Also wäre es nahe bringt, wenn wir an diesen Außenposten hier reisen. Jawohl, okay, machen wir. Schnelle Reise an diesen Ort. So. Und dann von dort aus können wir rüber. Aber jetzt verkaufe ich mal kurz mein Shit. Hallo. Verkauf hin. Und nimm eine andere Waffe noch mit. Mit dem Bogen. Nee, das muss ja nicht unbedingt sein. So, Faustwaffen, bla bla bla. Karten, nein, brauchen wir nicht. Konsumartikel haben wir noch ein bisschen was. Granatwerfer brauchen wir auch nicht gerade, oder? Brauchen wir sowas? RPG? Ne, da reicht uns doch. Die Kohle reicht uns sogar. Ah. Schaden macht es ja ganz ordentlich, ne? Mit dem hier. Ah. Ich glaube, die nehmen wir. Okay. Tun wir auch gleich tauschen. So, zurück. Ja, so ein Granatwerfer. Den kann man schon ab und zu mal brauchen, finde ich. Finde ich auch. Und irgendwie, wir haben es auch nötig, ne? Das Teil gerade mal testen. Boom! Nein, 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 nein. Was? Wie? Nein, 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 nein. Darf ich nicht hier rumschießen mit dem Granatwerfer? Wir fahren ins Feuer? Okay. Also, Munition haben wir genug, oder? Ich denke schon. Ich gedenke. Aber wir sollten vielleicht noch das andere ein bisschen nachrüsten. Habe ich wohl verpasst, sorry. Moment. Nicht, dass uns nachher noch die Munition ausgeht. Das wäre ja schlecht, oder? Munition kaufen. Wie? Kriegen wir ja fast umsonst, oder was? Inventar auffüllen. Kauf nicht möglich, nicht genug Geld. Ach so. Ja, stimmt. Wir haben ja gar keine Kohle mehr. Wir müssen das wieder einsammeln.
Sorry. Wir haben ja alles ausgegeben für den Granatwerfer, ne? Oh, da brennt ein Bäumchen. So, wo ist denn der nächste Funkturm? Den werden wir nämlich zuerst mal freischalten, bevor wir hier irgendwas tun. Da ist ein Tempel. Aha. Und hier ist der nächste Funkturm. Den werden wir uns erstmal unter die Nägel reißen. Dann müssen wir hier rüberkommen irgendwie. Wir nehmen natürlich mal wieder den komplizierten Weg. Wie immer, ich kann auch keinen normalen Weg laufen. Das ist ja doch langweilig, oder nicht? So. Ta-ta-ta, da ist er ja. Wir brauchen ein Boot. Oder? Nö, da können wir auch so rüber tauchen, schwimmen oder so. Vielleicht sind hier keine Haie. Jetzt mal gucken. Also bis jetzt werde ich nicht gefressen. Und ich denke auch nicht, dass hier... Mofets! Das sind Mofets! Haha! Mofet! Komm zurück, Mofet! So, die Killerkrabben. Das läuft... Guck mal, wie sie gegen mich kämpfen wollen. Tak, 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 tak. It's. Komm, kämpft mal. Itch, 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 itch. Ah. Wohl nicht. So wie es aussieht, mögen die mich nicht. So, das ist ja voll das neue Gebiet hier, ne? Wahnsinn. Ich hab was gehört. Ich gehe. Ich will nicht hier bleiben. Ich bin hier nicht willkommen. Das habe ich gerade eben schon gehört. Nein, nein, nein. Mag ich nicht. Mag ich nicht. So, hier drin bin ich wahrscheinlich voll falsch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier Leute Gegner rumrennen könnten. Hallo? Hallo? Ne, nix. Totenstille. Aber die Brücken finde ich ja interessant hier. Ich möchte die Brücken laufen. Wie zum Teufel komme ich denn da hoch? Ah, Brücke! Ah! Oh, das sind Leute, die mich wahrscheinlich kennen. Oh, 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 ich helfe euch! Oh, scheiße, das war mein eigener. Ja, 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 ja. Pizza. Ich glaube, sie sind alle tot. Da ist nur einer. Badaboom! Badafetz! Und warum stirbst du nicht? Doch, er ist tot. Ja, ja. Das war ich, mein Freund. So, ich gehe mal aufräumen. Da rennt noch was. Vorsicht. Aber ich glaube, überlebt hat hier nichts. Nö, nicht wirklich. Ich habe alle ausgelöscht. Also, so wie sie es auch gehört. Aber ich brauche auch euer Geld. Tut mir leid. Echt, also, wirklich. Nachladen. Haben wir noch ein bisschen was? Gut. Aber ich glaube, ich werde mal kurz eine andere Waffe nehmen. Die AK hier. Gehen ja eigentlich auch Waffen kaputt? Also verschleißen die so wie im Teil 2? Das habe ich jetzt gar nicht. Habe ich das schon mal geguckt? Ich weiß nicht. Ah, was zum Henker bist denn du für ein hässliches Tier? Meine Fresse, ey. Dich muss ich haben. Wow, 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 wow. Autsch, autsch, autsch. Verdammt nochmal. Jetzt muss ich mich schon wieder heilen hier. Jetzt muss ich bald wieder neue Spritzen herstellen. Aber mit so einer AK jagen ist ja natürlich nicht schlecht, ne? Das ist natürlich was ganz anderes. Mein Gott, du hässlicher Bruder. Nochmal so ein ekliges Tier. Aber ich glaube, von denen hatte ich schon mal Fell. Dabei. Moment. Lässt sich gut verkaufen, oder? Vielleicht brauche ich es auch noch, ich weiß nicht. Oder habe ich schon mal was damit hergestellt? Ach, ich weiß es nicht, wieso frage ich überhaupt? Ihr wisst ja selber nicht. So. Nehmen wir noch ein bisschen was mit hier. Sonst noch irgendwas? Hallo, Schildkröte!
Ja, kuchi kuku kuku kuku. Hachuchi tutu tutu tutu. Mann, seid ihr hässlich. Stein. Ist es geil. Schutz, Dingsbums, Position. Einnehmen. So, erstmal ein bisschen blindern. Also, das finde ich ja cool gemacht, dass die Tiere so, drauf reagieren, wenn man was macht und so. Ein Stein. So, du auch noch plündern? Mann, Mann, Mann. Was man auf der Insel hier alles erlebt, ne? So. Wir müssen auch mal andere Spritzen herstellen. Irgendwie stelle ich immer nur das gleiche her. Man kann auch was gegen wilde Tiere und so Zeugs herstellen, ne? So, jetzt ist aber Zeit, dass wir den Funkturm freischalten, damit wir ein bisschen sehen, was hier so geht. Oh! Hässliche Tiere! Scheiße, sind das Freunde oder Feinde? Das sind vermutlich Freunde hier. Meine Güte, sind die Viecher eklig. Boah, Alter. Pfui Teufel. Na, solange sie mich in Ruhe lassen, ist mir das eigentlich egal. Ich muss jetzt irgendwie an den Turm kommen da oben. Ich glaube, ich bin auch schon auf dem richtigen Weg. Und in dem Gebiet hier kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus, ist ja wohl klar. Das sind Feinde, oder? Nee, okay. Das wären Freunde von mir. Das sind auch Freunde von mir hier. Hey, weg! Ach, du machst dir so viele Gedanken. Hi. Wir finden einen Weg, genau wie immer. Aber genau. Ein bisschen Vertrauen. Was machst du hier? Hast du recht. Mann, bist du eklig. Aber es ist schwer zu glauben, wenn alles so. Oh mein Gott, gibt's hier viel von den ekligen Tieren. Vielleicht komme ich jetzt irgendwie von hier aus an den Turm ran. Hat jetzt gerade gekotzt von dem Fleisch, oder? Ach, die kämpfen gegen die. Die lassen sich von Vögeln töten. Mann, sind die doof. Oh Mann! Alter, wie komme ich denn hier hoch? Was ist denn hier los? Oh, Feindgebiet. Ups. Bitte nicht schießen. Ich sollte vielleicht mal erstmal gucken, was hier los ist überhaupt. Okay. Zwei Feinde, die kriege ich. Nummer eins. Voll aus dem Wagen rausgeballert. Der kriegt jetzt hier noch einen ab. So, ich glaube, mehr waren es auch nicht. Lass mal nachladen. Cool, hier gibt's die Kneipe. Wo ist jetzt der Typ? Da. Schauen wir mal, ob die was dabei haben. Benutzt die Nadeln für Teufel, Alter. Die sind voll die Fixer hier, ey. Na du voll die Fixer, sag ich doch. So, jetzt müssen wir irgendwie an den scheiß Turmrand kommen. Da ist. Wo ist er denn? Da drüben. Und da unten ist auch schon unser Auftrag. Der kann aber nur kurz warten. Weil ich erstmal an den Turm ran möchte. Ich höre hier irgendwelche. Ah, okay. Ich habe ja schon gedacht. Wow. Alter, was geht denn hier ab? Oh shit! Verdammt nochmal. Guck mal an hier. Ich lösche euch aus! Oder auch nicht. Oh, die haben Gewehre! Hey, das sind voll die Arschlöcher.
Naja, vielleicht hätte ich mich doch nicht mit denen anlegen sollen. Und einfach mal die Fresse halten. Fuck you. Jetzt geht ihm aber richtig auf den Sack, ne? Soll ich Bäume fällen mit euch? Oh, der hat eine Granate geworfen. Okay. Er hat sich selbst in die Luft gejagt. Interessant. Wieso nicht? So. Wir nehmen erstmal alles mit. Alter. Das war gerade ein Reflex. Fuck. So, Bärenfell können wir auch gut gebrauchen, ne? Das können wir auch noch irgendwie verwerten hier. Und jetzt werde ich mal ganz gemütlich zum Funkturm laufen, weil sonst wird das heute nichts mehr. Wir halten uns schon viel zu lang hier auf. Ah, der darf doch nicht... Gerade sag ich's, ne? So, jetzt aber. Das ist der Hammer, dass die hier so viel unterwegs sind, so viel vertreten sind vor allem. Wirklich brutal. Aber wenigstens bekommen wir ein bisschen Geld, weil wir müssen auch wieder Munition kaufen. Das ist natürlich auch wichtig für uns. So, jetzt ist die Frage, müssen wir hier durch, oder? Ich glaube nicht, dass wir hier zum Funkturm kommen, oder? Der würde... Nee. Aber die Kiste nehmen wir natürlich mit. Dann müssen wir gucken, dass wir Relikte und so einsammeln, weil das gibt wieder Kohle. Scheiße, wie kommen wir den Berg hoch? Da oben ist der Turm, ne? Aber hier mitten auf der Straße möchte ich auch nicht bleiben. Das ist nicht gesund. Okay. So. Die Türme sind ja normal nicht bewacht. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand rumrennt. Alter! Trotzdem mal vorsichtig ranlaufen. Ich weiß nicht, bin mir nie so ganz sicher, ob da nicht irgendwie irgendwas warten könnte auf mich. Bisschen vorsichtig sein. Da unten brennt irgendwas. Hm. Okay. So. Oh, so ein paar... Was ist das? Ach. Schweinchen dick. Oh. So, okay. Hier sind keine Feinde. Hier ist nichts. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn ich oben bin und dann auf einmal irgendwelche Leute auf mich warten oder so. Ne? Wie zum Henker komme ich hier... Ach, am Seil. Ach, hier. Okay. Also gut. Einmal hoch hier. Wie viele Türme gibt es denn eigentlich? Ich glaube, das war nachher angezeigt, wie viele noch übrig sind, oder? Oh je. Und jeder ist anders, also. Irgendwie muss man immer gucken, wie man hier am besten hochkommt. Da sieht es aus, als wenn hier irgendwie eine Rampe oder sowas wäre. Vielleicht von hier irgendwie. Ach du Scheiße. Gehen wir vielleicht mal so und dann... Könnte richtig sein. So. Das knarscht. Okay.
Hört sich gruselig an hier. Ziehen wir uns hier hoch. So. Okay. Also Tiere gibt's en masse hier unten. Wildschwein und alles, ne? So, die Leiter hoch. Ah, da gibt es ein kleines Stückchen, wo man hinlaufen kann. Ich glaube, wir sind gleich oben. So. Sehr schön. Jawohl, wir haben es geschafft. Erstmal nehmen wir noch die Kiste mit. Bisschen Geld. Jawohl. So, wieso wackelt denn der so? Und freischalten. Der Tümmchen gehört uns. Yes, Erfolg. Da unten sind Fahrzeuge. Wieso blinkt denn das so? Bestimmt müssen wir... Ah. Das ist so ein... Moment, wo sind wir denn? Hier, das ist so ein Medizinauftrag wahrscheinlich. Dann ist hier unser Haupt, der Sidra-Auftrag. Ein Tempel haben wir hier. Hier haben wir einen Außenposten, den werden wir uns wahrscheinlich gleich mal holen. Da ist ein Shop. Den werden wir uns auch mal anschauen. So, mehr gibt's hier nicht, oder? Es sind auch keine neuen Relikte dazu gekommen oder so. Nee. Da bin ich mal gespannt, wie wir das finden wollen. Aber ich glaube, da müssen wir in der Nähe sein, damit die aufleuchten. Also ob ich das schaffe, dass wir alle bekommen, weiß ich noch nicht. Könnte ein bisschen schwierig werden. So, jetzt gehen wir erstmal runter hier. 5 von 18 habe ich gerade richtig gelesen. Jetzt gibt es gratis im Shop. Oh, gibt's Waffen. Cool. Ich höre irgendwas. Hunde! So. Wie gesagt, Hundefell gibt es sowieso wie Sand am Meer. Das brauchen wir auch nicht. Dingo. Ach, das sind Dingos. Oder? Nee. Dingofell. Ah! Wo kommt die her? Alter! Hey! Jetzt ist aber gut hier. Also ich muss den Scheiß Außenposten mir holen. Ich glaube, das machen wir als nächstes. So, blinden wir den noch. Ich glaube, Dingofell brauchen wir noch, oder? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oder haben wir das schon gehabt? Keine Ahnung, wir müssen gleich mal in den Beuterucksack reinschauen. Das können wir aber im nächsten Part machen. Wir machen hier ein kleines Päuschen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bleibt auf jeden Fall dabei. Ciao.